Nach einem heftigen Gewitter in der Nacht ging es sonnig in die zweite von insgesamt 23 Etappen. Bevor es quer durch Spanien ging und danach weiter in Portugal bis nach Lissabon, musste noch der Südwesten von Frankreich durchquert werden. Die zweite Etappe ging zuerst immer weiter in Richtung Süden, wobei ich bis zur Mittagspause gefühlt 90% im Wald auf jeder Menge Sandboden gefahren bin. Am Nachmittag näherte ich mich sehr flott der Atlantikküste, denn auf Asphalt ging es deutlich schneller voran. Am Ende standen 162 Kilometer zu Buche, meine bislang längste Tagesetappe. Sieben gewesen, als ich losgefahren bin. War so dämmerig. Jetzt wird schon langsam hell. Ist nichts los, sehr angenehm. Ich fahre da mitten im Wald, aber auch an der Straße. Und heute habe ich gute 150 Kilometer von mir, die würde ich gern schaffen. Weil dann bin ich endlich am Eurovelo 1. Schauen wir mal. Bin gespannt, wie es heute geht. Alles ist nur ruhig. Ist nicht viel los. Rockefort, da muss ich hin auf alle Fälle. Aber ich fahre jetzt gerade weiter, also da geht es weiter in die Richtung. Ja, leider wieder gesperrt erst. Ja, war jetzt trotzdem eine Fahne. Ja, die Absperrung habe ich jetzt genommen und probiere da jetzt einfach einmal im Wald zu fahren. Die gibt es da überall. Sehr schön ist das da. Die Wege durch die französischen Wälder waren teilweise sehr abenteuerlich
und leider oftmals sehr sandig. Da ich keinen Sturz riskieren wollte, wurde das Rad bei zu tiefem Sand zur Sicherheit geschoben. Sehr gefährlich. Tiefe Böden. Der Rückstrahl ist wieder mal weg. So, ich habe besser. Hurra. Endlich wieder ein gescheiter Weg. Puh, war jetzt anstrengend. Schauen wir, wie lange da jetzt bleibt. Nummer 1. Kirche Sainte-Marie in Roquefort. Die Kirche Sainte-Marie stammt aus dem 12. Jahrhundert und war früher zweigeteilt. Der Ostteil war eine Benediktinerpriorei, der Westteil eine Pfarrkirche. Beide Teile wurden durch eine Mauer voneinander getrennt. Während des Hundertjährigen Krieges von 1337 bis 1453 wurde die Kirche zur Wehrkirche umgestaltet und gotisiert. In Krisenzeiten wurde im Turm Getreide eingelagert. Nummer 2. Kirche Sainte-Marie von Bostow. Die Kirche Sainte-Marie trägt denselben Namen wie die Kirche in Roquefort und stammt ebenfalls aus dem 12. Jahrhundert. Die Kirche ist eine Station des Jakobsweges nach Santiago de Compostela. Die Kirche steht seit 1916 unter Denkmalschutz. Nummer 3. Kirche Notre-Dame de l'Assomption in Gaillères. Die Kirche stammt aus dem 10. Jahrhundert und wurde während der Religionskriege zwischen 1562 und 1598 teilweise zerstört. Die Religionskriege sind auch unter dem Namen Hugenottenkriege bekannt und waren 8 Bürgerkriege zwischen der protestantischen Minderheit und der katholischen Mehrheit. Diese 36 Jahre gehören zu den dunkelsten Abschnitten der Geschichte Frankreichs. Da habe ich gerade gesehen, dass die Taschen nur mehr an Haken hängt. Da hat es mir irgendwo im Gelände mal runtergehauen, glaube ich. Aber gut, das kriegen wir schon wieder hin. Gut, dass ich das jetzt sehe. So, ein paar Kilometer lang gibt es eine Einkaufsmöglichkeit. Im Lidl gibt es dann was zum Essen und zum Trinken. Ich freue mich schon. Bouguet. Die Bewohner der kleinen Gemeinde Bouguet waren heute großteils in Blau und Weiß gekleidet und hatten ein blaues Tuch um den Hals gebunden, denn es wurde offensichtlich ein Fest gefeiert. Der Ort selbst hat eine lange Geschichte, denn archäologische Funde belegen, dass die Gegend schon 4300 vor Christi besiedelt war. Im Jahre 1976
wurde in der Nähe des Dorfes ein Goldschatz aus römischer Zeit gefunden. Er enthielt 12.000 Stück aus der zweiten Hälfte des 3. Jahrhunderts. Der Fluss Lüdo fließt direkt durch den Ort Bouguet und war ein idealer Platz für eine kurze Mittagspause, ehe ich ein paar Kilometer den Fluss entlang radelte. Nummer 5. Kirche Saint-Jacques in Saint-Jagun. Diese Kirche ist ein romanisches Gebäude aus dem 12. Jahrhundert und liegt auf einer alten Etappe des Jakobsweges. Die Besonderheit ist der trinitarische Glockenturm, der aus drei Türmen besteht. Nummer 6. Kirche Saint-Pierre de Bellanger. Die Kirche von Bellanger wurde auf einer alten Begräbnisstätte aus der Eisenzeit gebaut, denn später wurden bei Ausgrabungen zahlreiche Graburnen freigelegt. Die Kirche ist ein romanisches Gebäude mit geschnitzten Dekorationen aus dem 12. Jahrhundert und war früher eine Station des Jakobsweges. Im 14. Jahrhundert wurde die Kirche befestigt und diente lange Zeit als Verteidigungsanlage. Erleichtert, weil jetzt habe ich einen schönen Radlweg da. Du kannst bleiben bis zum Schluss. Die letzten 24 Kilometer.
Nummer 7, Leon. So, da bin ich in Leon. Leon der Profi. Na, jetzt gefällt mir auf eine Dusche und was zum Essen. Hoffentlich eine schnelle Unterkunft. War ein langer Tag. Da es am Ziel der heutigen Etappe in Leon anscheinend ein Fest gab, war es ganz schwierig, ein Zimmer zu bekommen. Nach zahlreichen Absagen übernachtete ich schließlich in einem Hostel für Pilger und war in einem Zimmer mit insgesamt 7 Betten der einzige Gast.